Hallo, hallo Pax, herzlich willkommen bei einem Video FSX Video Simulationsvideo HD von Dieter Heindorf. Diesmal wieder aus der Reihe Flugzeuge der ehemaligen Luftwaffe. Plane Today ist eine Me-262 in der Ausführung B, das heißt als Nachtflugzeug, ein Nachtjagdflugzeug. Interessant war hierbei der Sitz im Cockpit, der hintere Sitz und die Sichtverhältnisse sowie das Fliegen von dort aus. Wir fliegen auf dem üblichen Gebiet, meinem üblichen Gebiet, das heißt also an der Grenze zu Kanada, USA, Kanada in Bellingham. Es ist eine Platzrunde zum Angewöhnen und in der Dunkelheit bzw. in der Dämmerung und wir fliegen die Platzrunde wie gehabt. Links rum. In einer zweiten Runde wird uns dann eine P51 begleiten. Das machen wir dann am nächsten Morgen am helllichten Tage. Wie immer in meinen Videos, Screens und Fotos. Hier Fotos von Originalmaschinen, von Maschinen des Zweiten Weltkrieges, auch der Maschine der Messerschmitt-Stiftung aus Manching und dabei Screens, die auf schwarz-weiß gemacht sind, entsprechend dem Zeitgeschehen. Rollen wir also zum Start und haben die Startfreigabe und up, up and away. Hier bei dem Add-on sehr gut dargestellt, beim Gasgeben fährt der Kegel aus. Gemeint sind die beiden Abgaskegel in den Triebwerken. Winkley bezeichnet sie in seinen Flugmemoiren als war ein hervorragendes Flugzeug, aber was die Power angeht, war es zu wenig für den Einmotorenflug. Das heißt, die 300 km/h sollten möglichst schnell erreicht werden, macht aber auch hier in der Simulation gewisse Geschwierigkeiten. Zur Sicherheit lasse ich mal die Bleche in der kleinsten Gradzahl so lange stehen, bis ich rum bin. In dem Buch Berühmte Flugzeuge der Luftwaffe von 1939 bis 1945, Berichte eines Testpiloten, hat Eric Brown, bekannter den Eingeweihten als Winkley, das Fliegen mit der Me-262 sehr gut beschrieben. Darin beschreibt er auch, dass die Mindestgeschwindigkeit zum sicheren Fliegen mit einem Triebwerk 300 km/h betragen sollte. Ich fliege hier genau an der Grenze, nachdem ich linksrum die Kurve beendet habe. Erst dann fahre ich die Klappen ein und beschleunige auf 300 km/h, also in den sicheren Bereich. Das Fleet Air Arm Museum in Linchester, in Somerset, gehört zu den vier National Museums of the Royal Navy in UK. Ausgestellt ist hier eine Büste von Winkley oder auch Eric Brown, seines Zeichens Lieutenant Commander und Chef der Royal Aircraft Test Regiment in Farnborough, also Chef der Einflieger, Testflieger. Der Mann mit den meisten Flugzeugtypen im Fliegerbuch. Hier zu sehen, ja, die erste Landung eines Düsenjägers auf einem Flugzeugträger. Er war es. Ich habe jetzt etwas Zeit. Ich habe beschleunigt auf 300, die Klappen eingefahren und bin im gerade Ausflug im Gegenanflug. Linker Hand liegt der Platz. Man kann die Bahn sehen, den Platz sehen, die Beleuchtung.
Zeit, um etwas zu den folgenden Fotos zu sagen. Die erste Maschine habe ich in Manching aufgenommen. Es ist der Nachbau, der aus den USA angekauft worden ist. Es waren 5 Stück. Und das ist der Nachbau des Bayern, der dort diese Maschinen gebaut hat, nachgebaut hat. Hat am Anfang große Probleme gegeben. Sie gehört der Messerschmitt Stiftung. Die andere Maschine, die jetzt folgt, das ist im Museum zu München. Sehr schön mit offenem Triebwerk, man kommt sehr gut nah dran, man kann sehr gut fotografieren. Es gibt ein gutes Bild der damaligen Technik. Ein Blick aufs Triebwerk und ein Blick auf den 900 Liter Tank mit leichter Panzerung. Das Foto hier entstand oben von der Balustrade. Nice pictures, I think, in black and white. Gemacht mit FSX. Und dann die Farbe rausgenommen. Sieht aus wie früher. Dann der Landeanflug. Diesen aus dem zweiten Sitz zu machen ist schon etwas schwierig, denn nach vorne ist keinerlei Sicht. Man muss also den Platz in einem Winkel von ungefähr 45 Grad anfliegen, um die Landebahn dauernd im Blick zu haben. Geht, kein Problem, auf den Trägern haben sie es genauso gemacht. Und erst im letzten Augenblick dreht man ein, lässt die Maschine ein Stück fliegen und hat dann links und rechts die Landebahnbegrenzung. Dann funktioniert das schon, aber es bedarf etwas Übung. Angekommen und die Fotos zeigen Maschinen, die auf aller Welt verstreut sind, unter anderem Dayton, Ohio, aber auch in Neuseeland. Dann sind da noch Originalfotos und dann kommt wieder ein Foto, ein sehr schönes, der Maschine der Messerschmitt Stiftung. Das ist dann
das Abschlussbild. Und damit verabschiede ich mich und sage wie immer Dankeschön fürs Schauen. Oder im Englischen heißt es ja Thank you for watching and choosing us. I think you have a good flight with me and I hope we see us again. Tschö, warten, sagt der Herr Schaff.